Hallo, ich grüße dich ganz herzlich. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Heute letzter Tag. Sinnfreude Challenge. Mal schauen, wer hier live mit dabei ist. Zu später Stunde noch. Und was habe ich dir heute noch mitgebracht zum Abschluss? Ich habe gerade was ganz Interessantes aus dem Buch gelesen, The Secret. Und vielleicht fangen wir mal damit an. Das möchte ich dir mal gerne vorlesen und darauf noch ein bisschen eingehen, um dir da mal noch so ein paar Aspekte mitzugeben. Und zwar geht es um das Gesetz der Anziehung und um die kraftvollen Prozesse der Aktion. So ist es hier in dem Buch beschrieben. Der einzige Unterschied zwischen Menschen, die in der Magie des Lebens leben, und jenen, die es nicht tun, besteht darin, dass sich das Leben der Ersteren durch bestimmte Gewohnheiten auszeichnet. Die Menschen in der Magie des Lebens haben es sich zur Gewohnheit gemacht, das Gesetz der Anziehung zu nutzen, und wo sie auch stehen und gehen, erleben sie seinen Zauber, weil sie daran denken, davon Gebrauch zu machen. Sie wenden das Gesetz ständig an, nicht nur bei einer einzigen Gelegenheit. Gesetz der Anziehung. Ich gehe mal davon aus, auch du hast schon viel davon gehört. Du hast bestimmt auch irgendwo schon mal gelesen und gehört, dass alles eine große Energie ist, die alles in Schwingung bringt und dass niemand von uns sich diesem großen Ganzen entziehen kann, weil alles auf einer gewissen energetischen Ebene miteinander verbunden ist. Und dass wir ja letzten Endes auch alle aus der gleichen Quelle kommen. Ich nenne diese Quelle immer gerne aus dem Licht und aus der Liebe. Also meine Wahrheit. Dass wir alle aus dem Licht und aus der Liebe kommen, Entschuldigung, und alles, was sich hier auf unserer Welt jetzt an Religionen oder Religionsgemeinschaften zeichnet, ist alles von Menschenhand erschaffen. Also ich gehöre keinerlei Religion mehr an. Ich bin zwar katholisch aufgewachsen, so katholische Religion wurde mir übergestülpt. Aber so mit 19 war es, glaube ich, bin ich dann ausgetreten. Auch aus verschiedenen Gründen, weil ich einfach dachte, irgendwas läuft da schief, irgendwas stimmt da an diesem ganzen System. Aber das war so mein Ding. So, und jetzt kommen wir nochmal dazu, warum manche Menschen dann wirklich so ein magisches Leben haben und magische Dinge in ihr Leben ziehen und andere nicht. Und trotz allem wissen wir alle etwas vom Gesetz der Anziehung. Gleiches zieht Gleiches an. Steht das nicht auch schon in der Bibel geschrieben oder so? Bin da natürlich nicht bibelsicher, aber so irgendwie was gibt es doch. Hallo liebe Christine, schön, dass du dabei bist. Gleiches zieht Gleiches an. So. Und wenn ich mir jetzt das Gesetz der Anziehung zu Nutzen machen möchte, entsprechend dem, was ich dir eben aus dem Buch auch vorgelesen habe, dann geht das und funktioniert das wirklich nur, indem man sich dieses Gesetz immer und immer wieder zunutze macht, wirklich bewusst zunutze macht und sich natürlich auch entsprechende Gewohnheiten aneignet, die förderlich sind. Sich also verabschiedet von Gewohnheiten, die dich nicht dorthin bringen, wo du wirklich hin möchtest. Es können unterschiedliche Gewohnheiten sein, es können Dinge sein, die ja, dich Zeit kosten, die dir Energie rauben, die dich letzten Endes vielleicht auch Geld kosten. Es können Gewohnheiten sein, dass du dich mit Menschen umgibst, die nicht dort sind, wo du wirklich hin möchtest, die dich immer wieder runterziehen. Hallo, liebe Christine. Das können natürlich auch Gewohnheiten sein, Essensgewohnheiten, dass wir Dinge hier in unseren Mund stecken,
die nicht wirklich förderlich für uns sind, die nicht wirklich zuträglich sind für unseren Körper. Es können also ganz unterschiedlichste Gewohnheiten sein. Es kann zum Beispiel auch eine Gewohnheit sein, dass wenn morgens der Wecker geht und ich nehme mir vor, morgen früh stehe ich mal früher auf und gehe mal erst an die frische Luft, zum Beispiel eine Runde laufen, noch bevor der Tag beginnt. Und dann drücke ich immer mal wieder so ständig auf die Wiederholertaste und stehe dann letzten Endes doch nicht auf. Hallo, liebe Karin. Oder dass du dir überhaupt Dinge vornimmst, die du letzten Endes dann doch nicht durchziehst. Also da gibt es eine Vielheit von Gewohnheiten, die uns einfach in unserer Komfortzone halten. Und vieles ist uns da einfach nicht bewusst. Vieles spiegelt sich da einfach im Unbewussten ab. Und deshalb ist es so hilfreich, wenn du dir mal im Klaren darüber wirst, welche Gewohnheiten du bislang, ich sag's jetzt mal, an den Tag legst, die dich nicht wirklich dorthin bringen, wo du eigentlich hin möchtest in deinem Leben. Also welche Gewohnheiten legst du bislang an den Tag, hast du dir angeeignet? Und da ist sicherlich vieles dir vielleicht auch unbewusst, die dich aber nicht dorthin bringen, wo du eigentlich wirklich hin möchtest. Das können auch Einkaufsgewohnheiten sein, also alles Mögliche. Deshalb wollte ich dir heute mal abschließend so mit auf den Weg geben, als Inspiration, also abschließend hier von der Seelenfreude-Challenge, mal dir bewusst über deine Gewohnheiten zu werden. Bewusst über deine Gewohnheiten zu werden. Und dazu würde ich dich dazu einladen, dir mal ein Blatt Papier zu holen und mal so den Tagrevue passieren zu lassen. Was hast du heute alles so gemacht? Klar sind da gewisse Dinge, die sind vorstrukturiert, wenn du noch im Job bist. Aber alles so drumherum. Was sind da Gewohnheiten, die dich nicht wirklich dorthin bringen, wo du eigentlich hin möchtest? Nämlich wirklich deinen Seelenplan zu entdecken, deinen Seelenberuf daraus zu kreieren, damit Geld zu verdienen, dir dein Traumleben einfach zu erschaffen. Und wenn du da mal radikal ehrlich zu dir bist und dir mal so ein paar Tage anschaust, welche Gewohnheiten du dir angeeignet hast, die dich nicht wirklich auf diesen Weg bringen, was auch immer es ist. Und das ist immer der erste Schritt. Der erste Schritt ist ja immer das Erkennen dieser Gewohnheiten. Und dann kannst du es wandeln. Das wäre so eine abschließende Inspiration für dich von dieser kleinen Challenge hier, dir wirklich mal bewusst zu werden über deine Gewohnheiten, die du bislang bewusst, unbewusst jeden Tag hast, die dich zum Handeln bringen, die dir gewisse Gefühle auch vermitteln, die letzten Endes dich aber nicht dorthin bringen, wo du eigentlich gerne hin möchtest. Und wenn du das mal zu Papier gebracht hast, dann kannst du es natürlich auch wandeln. Dann kann es in eine andere Richtung gehen. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich mit der Sabrina zusammen jetzt in dem neuen Programm, das wir da am Freitag gestartet sind, ganz, ganz tief im Detail anschauen. Die Gewohnheiten, die wir uns angeeignet haben, die wir nachgeahmt haben, natürlich auch aus der Kinderstube resultierend. Und wir schauen uns natürlich auch mal ganz genau an, die Dinge, die wir nimmer haben wollen und natürlich auch, wie wir es denn genau haben wollen. Weil das sind so viele Dinge in uns verschüttet, wo wir uns einfach auch damit trösten. Och, da draußen gibt es ja Menschen, denen geht es ja noch schlechter als mir. Ich habe mich da auch jahrelang mit getröstet, als ich noch am Schreibtisch gehockt habe und einen Job gemacht habe, der mir nicht wirklich Freude und vor allem auch Energie geschenkt hat. Und das ist so enorm wichtig, dass man sich wirklich da genau mal radikal ehrlich die Dinge anschaut, die Gewohnheiten, die man macht, tagtäglich, die einen, quasi
im Stillstand halten. Hallo, liebe Birgit, schön, dass du dabei bist. Und das ist ein erster Schritt, wenn du dir darüber mal bewusst wirst, was du bislang noch an Gewohnheiten hast, was auch immer es ist. Schreib's auf, damit es dir bewusst wird. Und dann geht es darum, eine Gewohnheit nach der anderen zu ersetzen durch eine förderliche Gewohnheit. Das ist nicht unbedingt der Ansatz, die Gewohnheit einfach zu lassen, sondern gewöhn dir förderliche Gewohnheiten an, also die Gewohnheiten, die dich wirklich auf deinen Herzensweg gehen lassen, die dich wirklich, hallo liebe Helga, die dich wirklich dorthin bringen, wo du eigentlich hin möchtest, die dich wirklich dorthin bringen, wo dein traumhaftes Leben auf dich wartet, so wie du es als Kind zum Beispiel mal wirklich für möglich gehalten hast, wovon du geträumt hast, als noch wirklich alles für dich möglich war. Und jetzt, meine Liebe, ist im Grunde genommen auch noch alles, wirklich alles auch für dich möglich. Hallo, lieber Thorsten. Du erzählst dir nur inzwischen andere Geschichten, weil du entsprechende Erfahrungen gemacht hast, weil dir dein Umfeld entsprechendes auferlegt hat und du das angenommen hast und, und. So erzählen wir uns Geschichten, das geht nicht, weil und. Es ist nach wie vor alles möglich für dich. Und es beginnt damit, in den ersten Schritten dir bewusst zu werden, welche Gewohnheiten du bislang wirklich hast, die dich nicht dahin bringen, diese zu ersetzen durch Gewohnheiten, die dich dorthin bringen, wo du wirklich willst. Und dann natürlich auch deine bisherige Komfortzone zu verlassen. Deine bisherige Komfortzone zu verlassen und natürlich auch dafür zu gehen. Ja? Okay. Das ist mein abschließender Impuls für heute. Und es ist wirklich wichtig, mach's schriftlich, damit du es wandeln kannst und auch die Wandlung der Gewohnheiten. Überleg dir einfach, welche Gewohnheiten dich bislang nicht dorthin bringen, wo du eigentlich möchtest, und wandel die um in förderliche Gewohnheiten und schau, wie du sie Schritt für Schritt eben dann in den nächsten Tagen, vielleicht in so einem Zeitrahmen von 21 Tagen auch umsetzt, dass du diese Gewohnheiten in deinen Alltag integrierst. Ich denke, da ist es ganz hilfreich, dass du dir da auch so ein Zeitrahmen setzt, in welchem Zeitrahmen du dir diese neuen Gewohnheiten einfach auch aneignen möchtest. Und dann bist du schon wieder ein großes Stück weiter auf dem Weg zu deinem Herzen. Okay? Und vielleicht hast du es noch nicht mitbekommen. Ich verlinke dir nochmal das Video heute, das ich heute Mittag gemacht habe. Ich habe hier mit der Sabrina am Freitag das Programm Sinking into Results mit Sabrina, Bob Proctor und mir gestartet. Und da das so eine ganz kurzfristige Geschichte jetzt eigentlich war und einige so rasch jetzt nimmer da einsteigen konnten, haben wir uns einfach eine Variante überlegt, auch mit einer zweiteiligen Ratenzahlung, um es dir einfach zu ermöglichen, als sich einige da bei mir beklagt haben. Es war sicherlich auch ein Fehler von mir, das so kurzfristig hier bekannt zu geben. Ja, das Video verlinke ich dir mal. Schau es dir an und dann kannst du ja vielleicht noch wechseln zu uns ins Programm und dich da ein halbes Jahr mal intensiv in der Richtung auch begleiten lassen, dass du nicht nur 21 Tage jetzt am Ball bleibst, deine Gewohnheiten zu ändern, sondern dass wirklich auf ganz, ganz tiefer Ebene sich da mal was tun kann. Und das Wertvolle dabei ist, es hat mir gerade, ich hatte vorhin noch mit einer wunderbaren Frau gesprochen, die in meiner Akademie ist, und die gerade so an einem Punkt ist, wo es darum geht, dass sie so den nächsten Schritt macht.
Und zu dem Basisprogramm, das sie erstmal durchlaufen hat bei mir, hat sie irgendwie keinen Zugriff gehabt. Da stimmt was mit den Passwörtern nicht, ne? Das haben wir jetzt mal nochmal geändert. Und das ist das Wertvolle daran, wo sie auch sagte, und so geht es mir ja auch, deshalb habe ich ja auch immer noch Mentoren an meiner Seite. Man fühlt sich dann, wenn man sich das mal angeeignet hat, immer Mentoren an seiner Seite zu haben, man fühlt sich einfach ein Stück weit allein gelassen und auf sich alleine gestellt. Und das ist so das Hilfreiche daran, sich an die Hand nehmen zu lassen, dass man einfach nicht nochmal zurückgeht ins Schneckenhaus, sondern wirklich straight so auf seinem Herzensweg bleibt. Und das Thema Gewohnheiten, was ich dir jetzt so zum Abschluss der Lebensfreude-Challenge hier noch mit auf den Weg gebe, ist wirklich so immens wichtig, dass du dir aneignest, die Gewohnheiten tagtäglich dich darin zu üben, die dich wirklich dorthin bringen, wo du eigentlich hin möchtest. Okay? Also, hab viel Freude dabei, jetzt mal so deine nicht förderlichen Gewohnheiten auszugraben. Notierst dir schriftlich und ersetz sie durch förderliche Gewohnheiten. Okay? Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.